Herzlich willkommen zum Kickoff der 4 Wochen Journaling Challenge. Ich freue mich so sehr auf den heutigen Abend, auf das Einstimmen, auf die Challenge, aber auch generell natürlich auf die 4 Wochen. Hello, hello. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Ich lasse euch erstmal alle so nach und nach reinkommen. Hello, so schön euch zu sehen. Herzlich willkommen zum Kickoff der 4 Wochen Journaling Challenge. Hello, hello, so schön euch zu sehen, dass ihr euch die Zeit nehmt, heute hier an dem Kickoff teilzunehmen. Wie geht es euch? Schreibt doch gerne mal ein Wort in den Chat, wie es euch heute geht. Beziehungsweise in die Kommentare hier auf Instagram. Wie geht es euch? Hello! Ich wink euch mal hier zu. Schreibt gerne ein Wort in den Chat. Wie geht es euch heute? Hallo Mandy! Ich warte noch einen kleinen Moment, bis ich komplett anfange. So schön! Na, da war was los die letzten Tage. Wirklich, es hat mich so gefreut. Es hat mich wirklich so gefreut, wie viele sich von euch angemeldet haben. Wir sind jetzt wirklich fast 40 Frauen bei der Journaling Challenge. Mega, mega cool. Freude, aufgeregt. Hallo Katrin. Ich war heute sehr müde, um das mal so ganz transparent hier zu sagen. Aber ich habe noch ein bisschen geschlafen. Und ja, jetzt bin ich wieder fit hier für euch. Bereit für Neues. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, ich glaube tatsächlich bei dem Journaling, also die Gruppe, die wir jetzt gerade sind, aus jetzt fast 40 Frauen, da gibt es natürlich Menschen von euch, die haben wahrscheinlich noch nie gejournalt. Also vielleicht bist du jetzt ja eine von denen, so Journaling. Kann man ja mal ausprobieren. Aber ich weiß auch, dass es ein paar von euch gibt, die schon öfter gejournalt haben und quasi wieder in diese Routine reinkommen wollen. Und hello, ich bin auch so eine. Denn jetzt erzähle ich euch mal, wie ich überhaupt zu dieser Challenge gekommen bin. Ich lag nämlich eines Abends in meinem Bett und dachte mir so, mal wieder so täglich journalen wäre eigentlich mal ganz geil. Und ja, dann ist irgendwie die Challenge entstanden. Ja, dann habe ich das Journal nochmal neu erstellt, beziehungsweise nochmal angepasst und dachte so, warum denn nicht so ein paar Leute noch mitnehmen? Weil Journaling ist einfach mega geil. Journaling ist so toll und da sage ich jetzt gleich auch nochmal was zu. Und ja, so ist es im Endeffekt entstanden, denn ich selber werde auch mitmachen. Ja, also ich werde auch ab morgen wieder täglich journalen und ich freue mich so drauf, weil ich ja einfach weiß, was das Journaling bisher schon in meinem Leben verändert hat. Und vielleicht bist du ja jetzt eine davon, vielleicht hast du schon gejournalt. Dann kannst du ja gerne mal hier auch in die Kommentare schreiben, was du am Journaling vielleicht auch gut findest. Ja, also warum machst du eigentlich bei der Journaling Challenge mit? Das kannst du generell mal super gerne hier reinschreiben, weil mich das sowieso interessiert, auch wenn du vielleicht noch nicht gejournalt hast. Warum machst du bei dieser Journaling Challenge mit? Warum? Ja, du hast das gesehen und dachtest so, ja, mach ich mal mit. Warum? Was glaubst du, was war so in dir oder was ist in dir, dass du bei dieser Journaling Challenge mitmachst? Was willst du aus dieser Journaling Challenge vielleicht auch für dich rausnehmen? Teil das so gerne mit mir. Und genau. Ja, wie gesagt, ich werde auch mitmachen, einfach dadurch, dass ich gemerkt habe, irgendwas fehlt mir und ich möchte so gerne wieder schreiben. Ich möchte so gerne wieder mich wirklich hinsetzen, mir die Zeit für mich selber nehmen, in mich hineinhören, weil das einfach wirklich bei mir selber auch die letzten Wochen ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ja, und ich merke das dann nach einer Zeit. Und ich bin ja auch noch umgezogen und dann war ich in Deutschland und hier und da. Und ich habe einfach gemerkt, mir fehlt's. Ja, ich habe ja auch die Rauhnächte mitgemacht zum Beispiel. Und da habe ich auch wieder gemerkt, wie gut mir das tut, wirklich mich täglich mit mir selbst zu verbinden.
Ich möchte mir wieder bewusst mehr Zeit für mich nehmen, aktiver auf meine Gedanken schauen. Ja, da ist Journaling auf jeden Fall perfekt, ja, weil du dir ganz bewusst eben die Zeit tatsächlich nimmst. Und mit dem Journaling ist es ja so, dass wir in das Bewusstsein kommen. Ja, also dass wir Dinge aufschreiben, die wir sowieso zum Beispiel schon denken. Und dadurch, dass wir sie dann aufschreiben, sehen wir sie dann ja nochmal quasi auf dem Blatt oder wo auch immer wir das dann aufschreiben. Das heißt, es wird uns nochmal ein Stückchen bewusster. Ich möchte wieder täglich journalen, genauso wie ich. Ich mache das eigentlich nur in den Rauhnächten. Ja, genau. Also da kann natürlich jeder auch für sich selbst schauen, was da gut ist für den Einzelnen, die Einzelne. Was ich zum Beispiel empfehle in meinen Coachings, wenn es vor allem darum geht, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen und erstmal wirklich so in dieses Bewusstsein zu kommen. Ich muss mir mal eben meine Socken ausziehen. Ich habe nämlich hier so mega dicke Socken an und jetzt gerade wird es ein bisschen warm. So. Genau. In meinen Coachings, wenn es da wirklich auch um Selbstbewusstsein geht und auch Frauen, die vielleicht auch gerade so anfangen, überhaupt erstmal zu reflektieren, was denke ich denn eigentlich so den ganzen Tag? Wer bin ich denn eigentlich so wirklich? Was will ich denn eigentlich wirklich? Da empfehle ich, ihnen das täglich zu machen. Ja, da sage ich wirklich, investiere die Zeit, gerade jetzt zu anfangen, das wirklich täglich zu machen. Weil ansonsten würde ich sagen, finde deinen eigenen Rhythmus. Aber ich glaube, dass es gerade am Anfang, wenn man so am Anfang dieser Reise ist, echt wichtig ist, das regelmäßig zu machen und täglich auch wirklich zu machen. Ja, also da stehe ich auch wirklich hinter, zu sagen, mach's täglich. Mach es täglich, nimm dir die Zeit für dich selbst und geh da auf die Erforschungsreise sozusagen. Und später kann man dann für sich selber nochmal gucken, okay, und das nochmal reflektieren, wie war das jetzt zum Beispiel für mich, das 4 Wochen wirklich jeden Tag zu machen? Hat mir das jetzt also was gebracht? Fand ich das gut? Passt das zu mir? Oder passt das vielleicht auch gar nicht zu mir? Weil es kann natürlich auch sein, dass du das hasst. Ja? Und wenn du etwas total hasst und das schon einen längeren Zeitraum gemacht hast, dann ist es vielleicht auch wirklich nichts für dich. Obwohl ich glaube, dass Journaling wirklich für ganz, ganz viele Menschen ein ganz, ganz tolles Tool sein kann. Ich möchte es gerne mal wieder schaffen, eine Routine beizubehalten. Zeit für mich und den Fokus auf die guten Dinge, Kleinigkeiten wieder erkennen. Und deshalb liebe ich einfach Journaling, weil es ist eine Routine. Es ist eine Routine, die man relativ einfach integrieren kann, weil sie halt einfach nicht 30 Minuten dauern muss oder so oder eine Stunde oder irgendwas, sondern es reicht sogar, sagen wir mal, wenn du dir 5 Minuten nimmst. Ja, also ich denke mal, so 5 Minuten ist so das Minimum, vielleicht sogar 4 Minuten, ja, wenn du es wirklich auf das Minimum beschränken möchtest. Und ausdehnen kann man es ja immer. Das heißt, wenn du sagst, ich will da noch tiefer reingehen, dann kannst du natürlich auch länger journalen. Aber so dieses Minimum ist einfach so gering, dass ich glaube, wenn du wirklich etwas verändern möchtest und wenn du wirklich auch ins Selbstbewusstsein kommen möchtest und ein Ziel vor Augen hast, dann ist es relativ einfach, das auch wirklich zu tun und das auch täglich zu tun. Aber da komme ich auch gleich nochmal zu, weil zwischendurch kann das natürlich sein, dass dann das Ego sagt so, nö, heute mal nicht, dann ist schon okay, ist ja auch schon spät und so weiter. Ne? Aber da komme ich jetzt gleich nochmal zu. Genau, ich wollte mich nämlich so ein bisschen so an diesen kleinen Fahrplan hier halten, dass ich hier nicht wieder komplett ausarte und wir hier eine Stunde sitzen. Genau, vielen Dank schon mal auf jeden Fall für eure ganzen Kommentare, warum ihr auch die Journaling Challenge machen wollt. Wenn du jetzt nochmal neu reingekommen bist, dann teile das auch total gerne nochmal, dann lese ich das nämlich gleich nochmal durch. Genau, so ist die Journaling Challenge entstanden. Im Bett, ich werde selber mitmachen, ab morgen wirklich jeden Tag mir diese Zeit zu nehmen. Minimum, sage ich mal, 4 Minuten und am besten 2 Minuten morgens, 2 Minuten abends oder ähnliches. Erstmal nochmal für alle, die Journaling noch gar nicht gemacht haben. Was ist denn Journaling eigentlich? Ja, also vielleicht hast du dir das Journal auch schon angeguckt. Normalerweise, also wenn du schon bei der Journaling Challenge dabei bist, hast du dir wahrscheinlich das Journal schon heruntergeladen. Das ist ja ein PDF-Journal und ich verwende das hier zum Beispiel mit einem Remarkable. Das heißt, ich drucke meine Sachen gar nicht mehr aus, sondern kann dann hier mit dem Stift einfach hier drauf schreiben und das liebe ich einfach. Ja, dass ich halt die Sachen nicht ausdrucken muss,
dass ich vor allem das auch nicht irgendwo aufbewahren muss. Ja, da stehen ja auch manchmal so ein paar prägnante Sachen drin. Ja, das ist ja sozusagen ein strukturiertes Tagebuch und da möchte man ja vielleicht auch nicht, dass das jeder liest. Ja, und deshalb finde ich das eigentlich auch ganz cool, dass ich das dann hier online, also digital habe und weiß so, da geht jetzt keiner so unbedingt dran. Ja. Und genau, so mache ich das, aber du kannst halt schauen, wie ist das für dich besser? Ich persönlich liebe es halt wirklich zu schreiben, in meiner Hand zu schreiben. Und deshalb habe ich mich eben für dieses Remarkable entschieden. Ich könnte jetzt voll die Werbung für machen, ne? Remarkable. Genau, also das habe ich mich dafür entschieden, weil das wirklich ein Gefühl ist, als würdest du schreiben. Man kann natürlich auch so ein iPad nehmen oder irgendwo, wo du so mit eben drauf schreiben kannst. Oder du nimmst halt tatsächlich Papier. Genau, ich brauche Papier. Ich brauche eben auch so dieses Gefühl von, ich schreibe wirklich. Ja, das ist mir irgendwie wichtig. Das macht irgendwie nochmal was mit mir und ich finde das schön. Und genau deshalb mache ich das eben so. Und wenn du sagst, ich brauche Papier, dann druckst du dir das quasi einfach aus. Ja, dann kannst du dir das Journal einfach ausdrucken. Das ist ja ausgelegt eben für genau die 4 Wochen. Und dann kannst du da eben auch drauf schreiben. Genau. Kannst du ja auch gucken, musst du nicht auf DIN A4 auch ausdrucken. Man kann das ja auch so ein bisschen kleiner eben ausdrucken, je nachdem, wie du halt magst. Genau. Lese ich jetzt die Kommentare oder halte ich mich hier an mein Skript? Ich lese einfach mal die Kommentare. Machen wir es mal einfach so, ne? Erklär du bitte mal Journal. Schreibt man da einfach irgendwas in sein Buch oder gibt es da einen Fahrplan? Okay. Es gibt auch Journal-Apps, die nur mit Codes zu öffnen sind, als Tipp. Wer später weitermachen mag. Oh, super. Das meine ich mit Austausch. Mega, mega cool. Vielen Dank. Weil Journaling-Apps habe ich selber noch nicht ausprobiert. Und das ist natürlich mega praktisch. Ja, also klar, da schreibst du dann halt nicht mit der Hand. Aber du hast es im Handy. Finde ich auch eigentlich sehr praktisch. Wenn ich jetzt hier dieses Remarkable nicht hätte, dann würde ich es wahrscheinlich auch in der App tatsächlich machen. Also lieben, lieben Dank fürs Teilen. Das heißt, für alle, die nachher vielleicht dann auch so weitermachen wollen, es gibt anscheinend auch Journal-Apps. Genau, zu der Frage komme ich gleich. Genau, eigentlich passt das jetzt ganz gut, weil was ist Journaling? Journaling ist im Endeffekt erstmal wie ein strukturiertes Tagebuch. Ja, also liebes Tagebuch, heute habe ich erlebt, dass ich nicht schlafen konnte und so weiter. Ja, das ist so also dieses typische Tagebuch, wo man halt reinschreibt, was habe ich denn so erlebt? Und das Journal ist für mich persönlich eben ein strukturiertes Tagebuch. Und jetzt, um hier auch nochmal auf die Frage von Katrin zurückzukommen, schreibt man da einfach irgendwas in sein Buch oder gibt es da einen Fahrplan? Generell ist es so, jeder kann für sich selbst entscheiden, wie journal ich. Also du könntest auch sagen, ich habe einfach nur leere Seiten und benutze das als mein Journal und schreibe da halt rein, was ich so am Tag erlebt habe. Oder das, was mich gerade belastet. Oder das, was heute besonders schön war. Oder ich schreibe da meine Ziele rein. Ja, also das kann man auch als Journal eigentlich betiteln. Ja, also im Endeffekt darf jeder für sich selber entscheiden, was ist eigentlich Journal für mich selbst. Da ich das aber so ein bisschen strukturierter machen möchte, auch jetzt in der Challenge und vor allem auch für ja, Frauen, die vielleicht selber noch nicht gejournalt haben, habe ich das hier eben strukturiert gemacht. Das heißt, hier gibt es tatsächlich einen Fahrplan. Ja, also wenn du das noch haben möchtest, dann kannst du das gerne auch noch runterladen. Das ist hier eben wirklich so ein Fahrplan. Das sieht man jetzt nicht so mega gut. Aber komme ich jetzt zu. Und zwar ist das ein Aufbau eines Journals, wie er für mich bisher perfekt war. Und ich habe diesen Aufbau auch nirgends, glaube ich, gesehen. Und deshalb habe ich mir halt mein eigenes Journal auch tatsächlich gemacht. Ja. Und was gibt es jetzt hier in diesem Journaling, in dem strukturierten Journaling, was wir auch eben in den 4 Wochen haben werden? Als allererstes kannst du erstmal hier oben Datum reinschreiben, was für einen Tag haben wir. Und das ist dann eben das tägliche Journaling. Und davon gibt es 7 Seiten in dem Journal. Und es fängt an mit einer Intention. Meine heutige Intention. Und diese Frage empfehle ich dir, morgen zu beantworten, weil du dann quasi mit dieser Intention durch deinen Tag gehen kannst. Also eine Intention ist ja etwas, was du dir vornimmst für den Tag. Und da kannst du dich so ein bisschen dran langhangeln über den Tag über. Ja, das ist etwas, was du auch im Kopf behalten darfst oder dir immer noch mal angucken kannst. Das kannst du dir noch mal auf einen Zettel schreiben oder dir auch ja eine ja, ein Alarm machen im Handy, zum Beispiel so eine Erinnerung, so du wolltest doch heute das und das. Heute war doch das und das deine Intention.
Und eine Intention des Tages kann jetzt zum Beispiel sein, ich möchte heute 2 Liter Wasser trinken, 3 Liter, wie auch immer. Ich möchte heute gesünder essen oder ich möchte heute einen Apfel essen. Eine Intention kann sein, dass du spazieren gehen möchtest. Aber eine Intention kann auch etwas sein, was nicht so punktuell ist, sondern was sich so durch den Tag zieht. Wie zum Beispiel, heute möchte ich mich von der Meinung anderer Menschen abgrenzen. Dann kann das eben deine Intention sein, die du übrigens dann auch mit ätherischen Ölen verbinden kannst, wie zum Beispiel Teebaumöl. Ich weiß ja, hier sind auch ein paar, die eben ätherische Öle zu Hause haben. Und da könntest du zum Beispiel auch mit Teebaumöl arbeiten. Dich zum Beispiel abzugrenzen der Meinungen anderer. Ja? Chef kommt, sagt, die Aufgabe hättest du ein bisschen besser machen können. Und du sagst dann innerlich, es liegt nicht an mir persönlich, es ist in Ordnung, er meint es so und ich fand es eigentlich ganz gut, wie ich das gemacht habe. Ja? Also dich da so versuchen, über den Tag hinweg mit dieser Intention zum Beispiel abzugrenzen von den Meinungen anderer Menschen. Oder dich zum Beispiel von den Energien anderer Menschen abzugrenzen. Ja, zu sagen, vielleicht auch so eine Art Affirmation mit in den Tag reinzunehmen. Das kann auch eine Intention eben sein, dass du dir zum Beispiel eine Affirmation in den Tag mitnimmst, wie zum Beispiel, heute grenze ich mich liebevoll von den Energien meiner Mitmenschen ab. Und jedes Mal, wenn du merkst, so, du gehst jetzt gerade mit den Emotionen, mit den Gefühlen, dann kommst du eben zu dieser Affirmation zum Beispiel. Ja? Also das kann eben diese Intention des Tages sein. Was kann denn noch eine Intention des Tages sein? Schreib doch mal gerne eine Intention rein, die du auch vielleicht schon morgen haben willst, weil wir fangen ja morgen an mit dem ersten Tag der Journaling Challenge. Und vielleicht hast du gerade schon irgendetwas im Kopf, wo du sagst, ich glaube, das wird morgen meine Intention des Tages. Dann schreib's, falls du das hast, schreib super gerne mal hier in die Kommentare, würde mich total interessieren, was denn morgen vielleicht schon deine Intention des Tages ist. Genau, was jetzt hier auch noch mal in dem Journal steht, ist zum Beispiel entspannt bleiben. Ja, mich vielleicht nicht aufregen, so zu sehr aufregen heute über den Tag oder ähnliches. Ich hoffe, das ist klar geworden, was so die Intention des Tages bedeutet. Ja, also die darf dich wirklich über den Tag hinweg begleiten, darf aber auch was Punktuelles sein, wie zum Beispiel 2 Liter Wasser trinken oder zum Sport gehen oder ähnliches. Genau, das zur Intention. Das ist so der Punkt 1, wo ich auf jeden Fall empfehlen würde, das darfst du morgens auf jeden Fall machen. Vielleicht, wenn du noch im Bett liegst oder sitzt am besten, dass du sagst, so, das ist heute meine Intention und die schreibe ich jetzt sofort auf. Ich will mich gesund ernähren. Genau, da könntest du, ne, also vielleicht magst du das dann noch so ein bisschen konkreter machen, so für den Tag, dass du sagst, heute esse ich Gemüse zum Beispiel. Ne? Also, weil so dieses mich gesund ernähren, das ist immer schön. Auf jeden Fall ist auch eine tolle Intention, ist immer gut, unseren Körper auch gut zu nähren mit allem Wichtigen, was wir so brauchen. Aber so gerade wenn es auch so um die Intention des Tages geht, würde ich dir da vielleicht noch so empfehlen, zu sagen, so heute mache ich mir irgendwie einen Obstsalat zum Beispiel oder heute koche ich frisch oder sowas ähnliches. Ja, also dass du das noch so ein bisschen konkreter hast, so für den Tag. Und was du natürlich auch machen könntest, ist, wenn du jetzt sagst, so ich möchte gerne die Challenge auch vielleicht nutzen, um das zu verknüpfen mit einer gesunden Ernährung, dass du zum Beispiel jeden Tag etwas ganz Konkretes aufschreibst, was du an diesem Tag machen möchtest, um dich gesünder zu ernähren und quasi so dieses Ziel zu verfolgen. Ja, also das wäre zum Beispiel auch noch so eine Sache und das kann man halt auf alles anwenden. Deshalb ich liebe Journaling, weil du das für alles eigentlich anwenden kannst, was so deine Ziele sind. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte achtsamer sein, dann schreibst du jeden Tag etwas auf, was du an diesem Tag machen kannst, um eben im Allgemeinen achtsamer zu werden und achtsamer zu sein. Ich möchte mich morgen nicht stressen. Wenn wir zu spät kommen, ist es eben so. Oh mein Gott, ich kenne es so gut. Ich komme einfach so oft zu spät. Es ist einfach bei mir leider echt irgendwie so. Zeiteinschätzung ist bei mir teilweise echt falsch. Ich denke manchmal, ja, ich brauche ja nur 5 Minuten, ne? Und dann sind es halt doch 20. Ja, deshalb. Und im Endeffekt sich da zu stressen, bringt ja teilweise dann auch nichts mehr, weil man da dann eh schon zu spät kommt teilweise. Ne? So kenne ich es auf jeden Fall von mir, wenn ich dann im Auto so mega gestresst bin. Weil ich einfach weiß, ich komme zu spät, so oder ganz knapp, aber im Endeffekt, man kann es ja eh nicht mehr ändern. Ne? Man kann ja hier nicht mit 150 durch die Gegend fahren. Da sollte man auf jeden Fall nicht machen. Genau.
Ja, das wäre dann zum Beispiel so eine Sache, ne, dass du dich dann so daran erinnerst, okay, ich möchte mich nicht stressen. Und das kann man natürlich dann auch sehr schön verbinden mit irgendetwas, wo du sagst, das hilft mir vielleicht auch dabei. Das kann ein ätherisches Öl sein, Lavendelöl zum Beispiel. Das kann eine Atemübung sein, ja, dass du sagst, so eine 4-4-4-Atemübung. Wenn du merkst, ich komme jetzt doch in den Stress, dass du dann 4 Sekunden einatmest, 4 Sekunden die Luft anhältst, 4 Sekunden gleichmäßig ausatmest. Zum Beispiel. Oder dir eben auch so eine Affirmation mit in den Tag nimmst. So, ich bin heute entspannt. Zum Beispiel. Ja. Aber schau da auch so für dich, was da so passend ist. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr das teilt. Und dann kann man eben so ganz toll mit dieser Intention durch den Tag gehen und kann aber auch ein großes Ziel, wie zum Beispiel mich gesund zu ernähren oder generell einfach entspannter zu sein, runterbrechen auf jeden Tag, dass man jeden Tag so eine Intention hat, die einen dann eben zu diesem Ziel im Endeffekt führt. Genau. Was haben wir noch im Journaling? Wir haben im Journaling noch die heutigen Erkenntnisse. Und die heutigen Erkenntnisse, das macht schon Sinn, das am Abend zu machen. Du könntest es auch morgens machen für den Tag darauf. Aber ich würde es dir empfehlen, abends zu machen, da wir ganz oft Dinge schon ganz schnell vergessen. Unser Gehirn ist echt sortiert richtig gut aus und auch deshalb ist Journaling so toll, weil wir positive Dinge so schnell vergessen und aussortieren. Ja, weil das ja nicht so wichtig ist für unser Überleben. Ja, sondern für unser Überleben ist ja am wichtigsten das, was nicht gut gelaufen ist, das, was uns bedroht. Ja, dass wir da in Zukunft dann auch nochmal vorgewappnet sind sozusagen. Aber im Endeffekt bringt es uns nichts, um eben glücklicher zu sein in unserem Leben, sondern um glücklich zu sein, ist es so wichtig, uns auf die positiven Dinge zu fokussieren, auf unsere Erfolge, wenn wir vor allem auch selbstbewusster werden wollen, mehr in unsere Kraft kommen wollen, Selbstwertgefühl einfach auch etablieren wollen, ist es so wichtig, den Fokus auf das Positive zu richten, auf unsere Erfolge zu richten, auf das, was gut gelaufen ist. Und dafür ist Journaling so, so toll und hat mir selber so krass geholfen, meinen eigenen Wert zu erkennen, was ich eigentlich alles in meinem Leben wuppe, ja, und das hat mir gerade am Anfang meiner Reise so krass geholfen. Und die heutigen Erkenntnisse, das ist eben eine Sache, wo du für dich dann abends zum Beispiel nochmal reflektieren kannst, was hat mich der Tag heute eigentlich gelehrt? Was kann ich heute aus diesem Tag mitnehmen? Ja, wenn du zum Beispiel gemerkt hast, irgendwie, du hast dir irgendwas vorgenommen, hast dir vielleicht eine To-Do-Liste geschrieben und hast gemerkt, habe ich wieder die Zeit total verschätzt, ne? Hier. Und dann könnte die Erkenntnis am Abend nämlich sein, mir weniger vornehmen, weniger auf die To-Do-Liste schreiben. Das könnte dann eine Erkenntnis sein des Tages. Und könnte dann auch wieder eine neue Intention für den nächsten Tag sein. Heute schreibe ich weniger auf meine To-Do-Liste. Oder ganz konkret, heute schreibe ich nur 3 Dinge auf meine To-Do-Liste. Als Beispiel. Eine Erkenntnis könnte aber auch sein, was könnte es denn noch sein, wenn du, sagen wir mal, dir, wenn du auf, was kann man denn da nehmen? Was könnte noch eine Erkenntnis des Tages sein? Vielleicht, du hast dich zum 20. Mal mit deiner besten Freundin gestritten und deine Erkenntnis des Tages ist, dass es vielleicht besser ist, ein bisschen mehr auf Distanz zu gehen mit dieser Freundin. Das kann auch eine Erkenntnis sein. Ja, also irgendetwas, was du vielleicht aus diesem Tag mitnehmen kannst, irgendetwas aus einer Situation, was vielleicht auch passiert ist an dem Tag, dass du sagst, ich switche das vielleicht auch um, etwas, was vielleicht nicht so schön war im ersten Moment. Ich ziehe daraus aber eine Erkenntnis. Zum Beispiel auch, wenn du ja Kritik bekommen hast und das hat dich sehr mitgenommen an dem Tag, dann könnte deine Erkenntnis sein, ich darf noch daran arbeiten, Kritik nicht so persönlich zu nehmen. Und dann darf das vielleicht wieder eine neue Intention für dich sein. Ja, und du merkst vielleicht auch, diese Frage ist auch so kraftvoll, weil du anfängst nachzudenken. Was war denn heute überhaupt? Was war gut? Was war vielleicht nicht so gut? Und was darf heute denn daraus meine Erkenntnis sein? Und deshalb liebe ich Journaling, weil dieses Bewusstsein, überhaupt erstmal darüber nachzudenken
Und dann sogar noch die Dinge zu reflektieren und aufzuschreiben, das ist einfach unfassbar kraftvoll und eigentlich ein relativ einfaches Tool, was man mit wenig Zeit integrieren kann. Und deshalb liebe ich die Challenge schon. Genau. Erkenntnisse. Was habe ich denn hier noch geschrieben? Ich muss mich nicht mit anderen vergleichen, ich bin ich. Genau, ist ja hier nochmal ein Beispiel, das hatte ich ja hier nochmal reingeschrieben im Journal. Und das könnte eben auch so eine Erkenntnis des Tages sein. Was ist noch mit drin? Im täglichen Journaling. Meine heutigen Erfolge. Erfolge anzuerkennen, nochmal in die Erfolge reinzugehen, in die eigenen Erfolge, ist so wichtig, so kraftvoll und findet in meinen Coachings, wenn es um Thema Selbstbewusstsein geht, Selbstwertgefühl, auch das der Thematik Erröten. Es ist so wichtig, deine Erfolge zu sehen und dann auch nach und nach anzuerkennen. Ja, das ist auch so eine Sache ganz oft, dass die Erfolge nicht so anerkannt werden können. Und da ist das eine richtig, richtig coole Übung. Und um nochmal, also als ich so damit angefangen habe zu journalen, muss ich sagen, am Anfang so Erfolge ist mir ein bisschen schwer gefallen, weil ich einfach einen Erfolg, ich dachte, ein Erfolg ist halt, ich habe meinen Uni-Abschluss, ich habe die Gehaltserhöhung bekommen, ich habe einen neuen Job, ich habe, weiß ich nicht, heute bin ich 20 Kilometer gelaufen oder so. Da habe ich erstmal so gedacht, so, das ist dann ein Erfolg. Aber was ist ein Erfolg wirklich? Was ist ein Erfolg wirklich? Und wer entscheidet denn, was ein Erfolg ist? Wer entscheidet das? Du entscheidest ja, was ein Erfolg ist. Das heißt, für dich kann ein Erfolg etwas sein, was für einen anderen vielleicht kein Erfolg wäre. Für mich persönlich, ich muss sagen, fast alles kann ein Erfolg sein. Ich habe gerade noch vorher gekocht. Ja, Nudeln, also hier so eine Minute vor, nein, gut, nein, aber 5 Minuten vor 7 habe ich hier noch das Nudelwasser abgeschüttet und ich weiß, ich gehe gleich hier aus dem Live und habe mein Essen vorbereitet und das ist für mich ein krasser Erfolg. Das könnte ich heute zum Beispiel reinschreiben in mein Journal. Plus, dass ich natürlich frisch gekocht habe, dass ich gesund gekocht habe, das sind schon 3 Erfolge, dass ich live gegangen bin, 4 Erfolge. Ja, und so, mittlerweile, ich finde so viele Erfolge über den Tag, weil es ist ja schon alleine ein Erfolg, morgens aufzustehen und zu sagen, los, der Tag geht los und nicht zu sagen, ich bleibe im Bett. Aber auch auf der anderen Seite kann es ein Erfolg sein, dass du eben im Bett geblieben bist, wenn es dir zum Beispiel gar nicht gut ging. Und es kann dann ein Erfolg sein, für dich zu sagen, ich bleibe heute im Bett und ich melde mich krank auf der Arbeit, weil es mir wirklich nicht gut geht. Und mittlerweile, vielleicht merkst du das, ich kann in fast allem einfach einen Erfolg sehen. Ja, in den täglichen Entscheidungen, die du für dich selber triffst, wo du vielleicht mehr auf dich achtest als vielleicht zuvor. Und das darf dann eben ein Erfolg sein. Früher ins Bett zu gehen, später ins Bett zu gehen, weil du vielleicht noch irgendwas so gerne erledigen wolltest und dann hast du mal gesagt, so, ich schmeiß das heute mal über den Haufen, geh mal später ins Bett. Das heißt, du entscheidest, was ein Erfolg ist. Und das können ganz, ganz kleine Dinge halt eben auch sein, ja. Was für dich aber auch vielleicht was Großes ist, weil es kommt ja auch immer darauf an, in welcher Lebenssituation bist du gerade. Ja, eine Person, der es generell jetzt vielleicht gerade mental nicht gut geht, ja, da ist vielleicht auch ein Erfolg schon, wie gesagt, morgens einfach aufzustehen. Für viele Menschen, die wirklich vielleicht auch in einer Depression sind, ja, für die ist Zähneputzen vielleicht schon ein Erfolg. Ja, und diese Erfolge einfach für sich selbst anzuerkennen, ist so wichtig und das ballert so rein ins Selbstbewusstsein. Ich sag's dir. Wenn du das 4 Wochen lang machst, du wirst so einen krassen Unterschied merken, weil du halt immer wieder mit dem Fokus auf die positiven Dinge gehst, auf die Erfolge, auf die Erkenntnisse, was gut war. Und das macht so einen krassen Unterschied. Genau. Vielleicht hast du das selber, also wenn du schon journalst, vielleicht hast du das für dich selber auch schon entdecken können. Teil das dann total gerne hier auch. Dann bin ich auch ganz gespannt, was du so dazu sagst. Und genau, das sind eben die Erfolge, ja, dir die Erfolge wirklich aufzuschreiben. Lieben, lieben Dank, total gerne. Genau, das heißt, du entscheidest, was ein Erfolg ist, ja. Wahrscheinlich seid ihr ja sowieso alle schon in der Journaling Challenge Gruppe hier auf Instagram. Wenn du das nicht bist, schreib mir total gerne und dann füge ich dich da noch hinzu, weil da kann ich noch mal Fragen beantworten. Ja, da können wir noch mal ein bisschen in die Motivation gehen über die 4 Wochen.
Da kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen Input bringen. Ja, also es lohnt sich da auf jeden Fall auch mit in der Gruppe drin zu sein. Wenn du jetzt vielleicht das Video guckst, vielleicht auch die Aufzeichnung, dann ja, kommentiere auch einfach noch mal mit Challenge und dann kannst du sehr gerne auch mit dabei sein. Du kannst ja auch einfach später einsteigen. Ja, wenn du das Video jetzt vielleicht so ein bisschen später guckst, ja, du hast ja alles da. Ja, du hast das Journal ja dann da. Da ist kein Datum drauf. Du könntest auch am 15. anfangen oder am 10. oder am 2. oder am 3. Aber alle, die schon dabei sind, die fangen bitte morgen an, ja, damit wir da auch schön das zusammen machen und das Ego nicht kommt und sagt, ja komm, fangen wir mal eine Woche später an, weil da habe ich ja frei und so, ne? So, mal kurz die Nase putzen. Genau. Das waren die Erfolge. Und jetzt kommt noch eine Sache, die auch so, so kraftvoll ist. Manche Menschen, die vielleicht auch schon so ein bisschen länger in der persönlichen Weiterentwicklung sind, die vielleicht auch schon so ein bisschen länger an sich selbst arbeiten. Ich trinke mal einen Schluck. Für die ist das vielleicht so, hast du nicht irgendwas Fanzigeres? So? Aber ich sag euch, back to the basics ist manchmal richtig gut. Und nicht umsonst wird in sämtlichen Büchern, selbst von 1900 irgendwas, wird über Dankbarkeit gesprochen. Weil Dankbarkeit einfach so kraftvoll ist. Weil wenn du in das Gefühl der Dankbarkeit kommst, das heißt dankbar bist für das, was gerade da ist, wird sich deine Stimmung sofort anheben. Sofort. Ja, vielleicht so wenig, dass du es bewusst nicht merkst, aber unbewusst wirst du deine Schwingung, deine Energie erhöhen und deine Laune, sage ich jetzt mal, erhöhen. Und das habe ich die letzten Tage auch schon gemacht, ja, also dass ich zum Beispiel so dachte, boah, jetzt muss ich 25 Minuten noch nach Hause fahren und ja, das habe ich mir halt so gedacht. Und dann dachte ich, stopp, Katrin, nein. Was habe ich dann mir gedacht? Das ist ja auch wieder so Gedanken verändern. Ich war dankbar dafür, aber wirklich dankbar. Ja, also ich war dankbar dafür, dass ich in meinem Auto sitze, dass ich ein Auto habe, dass das Auto vollgetankt ist, dass ich Einkäufe habe in meinem Auto. Ich war vorher einkaufen. Ich glaube, ich war vorher sogar, war ich noch beim Sport? Ich weiß es gar nicht. Oder ich war noch am Meer oder so. Und ich bin nach Fuerteventura ja jetzt gezogen und dann ist mir wieder so bewusst geworden oder ich habe das ins Bewusstsein einfach geholt, weil es so oft einfach wieder dann von unserem Gehirn irgendwo hingeschleust wird, weil ist ja nicht so wichtig. Ja, Hauptsache auf die negativen Dinge konzentrieren, weil das sichert ja unser Überleben und nicht die positiven Dinge. Und das muss man sich wirklich aktiv immer wieder ins Bewusstsein holen. Das ist ein bisschen Aufwand und Energie, die man investiert, aber du bekommst viel hinaus. Ja, du bekommst viel dafür. Und nochmal zurück zur Dankbarkeit. Als ich dann da eben nach Hause gefahren bin, habe ich das alles in mein Bewusstsein geholt. Wie dankbar ich dafür sein kann, wie gesagt, dass ich ein Auto habe, dass ich mobil bin, dass mein Auto vollgetankt ist, dass ich Einkäufe hatte in meinem Auto, ja, dass ich die Möglichkeiten habe, einfach in einen Supermarkt zu gehen und mir da die Sachen zu kaufen, die ich haben will. Vielleicht noch nicht unbedingt immer überall auf das Preisschild zu achten und mit diesen vollen Einkaufstüten über die Insel zu fahren, mit Sonnenuntergang, meine Trauminsel, in mein Haus. Und da habe ich einfach nur, ihr seht es, es berührt mich gerade immer noch, weil ich einfach so krass in die Dankbarkeit gegangen bin in diesem Moment und das so sehr gespürt habe. Und jetzt in diesem Moment spüre ich das auch wirklich so krass, diese Dankbarkeit, hier zu sein, was ich alles in meinem Leben habe. Auch als ich dann so gedacht habe, so ich fahre jetzt nach Hause und kann halt einfach frei arbeiten. Ja, ich muss nicht irgendwo ins Büro gehen. So damals, das war halt teilweise auch ein bisschen schwierig für mich, muss ich sagen. So gewisse Abschnitte in meinem Leben, in einem Unternehmen, das war teilweise für mich dann auch nicht so einfach. Und ich habe jetzt die Freiheit einfach, dann zu arbeiten, wann ich will. Ich kann jetzt hier sitzen, ja, es ist abends.
Ja, hier ist jetzt 20 vor 8. Ja, es ist abends, aber ich mache es gerne. Ich mache es gerne. Ich arbeite manchmal gerne um 2 Uhr nachts. Ja, und diese Freiheit zu haben. Und da bin ich so sehr in die Dankbarkeit gekommen und habe wirklich Tränen in den Augen gehabt. Ich habe gelächelt, ich war glücklich und das ist Dankbarkeit. Das ist das Gefühl von Dankbarkeit und das ist, was Dankbarkeit shiftet. Dankbarkeit shiftet für dich dieses Gefühl von in, oh mein Gott, mein Leben ist so toll. Ja, und das muss nicht so sein wie bei mir. Das darf auch in kleinen Dingen in dem Moment sein. Gerade am Anfang kann es sein, dass dir das so ein bisschen schwer fällt. Da, wofür soll ich jetzt dankbar sein? Aber du wirst es mit der Zeit lernen, eben da auch in diesen 4 Wochen für dich diese Dinge zu finden, für die du dankbar sein kannst. Überlege doch jetzt mal gerade für dich oder spür rein eine Sache, für die du jetzt gerade dankbar sein kannst. Eine einzige Sache und schreib die so gerne in die Kommentare. Schreib sie so gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt gerade so dankbar, einfach hier zu sitzen, auf meiner Trauminsel, in meinem eigenen kleinen Steinhaus. 8 Menschen sind hier gerade mit mir. Es haben sich fast 40 Frauen für die Journaling Challenge angemeldet. Ich habe hier einen warmen Tee. Ich bin so dankbar jetzt gerade in diesem Moment, habe mir das jetzt gerade noch mal sehr bewusst gemacht und spüre das so krass jetzt gerade in mir selbst. Internet zu haben. Oh mein Gott, ich lebe hier in the middle of nowhere und das Internet läuft halt einfach. Hallo? Das ist nicht selbstverständlich, ja? Also ich habe mir auch so ein Apartment angeguckt, da war so zero Internet. Und hier, ich hatte toi toi toi, keine Probleme bisher. So geil. Ich bin so dankbar. Ja, also teil super gerne auch nochmal, danke Jasmina, wofür du dankbar bist jetzt hier gerade in diesem Moment. Und falls dir das jetzt gerade vielleicht etwas schwer fallen sollte, dann ist das auch in Ordnung. Du wirst es wirklich lernen über diese 4 Wochen. Ja, und du kannst ja auch mit den Basics anfangen. Ja, viele Dinge, die wir so als natürlich ansehen, ist ja eh so. Aber es ist nicht so selbstverständlich. Es ist nicht so selbstverständlich, einfach in den Supermarkt gehen zu können und sich da Sachen kaufen zu können. Wasser, Zugang zu Wasser zu haben, duschen zu können, Internet zu haben, Strom zu haben, gesund zu sein. Ja, das ist alles nicht selbstverständlich. Ich bin dankbar, in Spanien sein zu dürfen. Du glaubst gar nicht, wie dankbar ich bin, in Spanien sein zu dürfen. Ich kann es so nachvollziehen. Zeit für mich alleine zu haben. So wertvoll, so wertvoll. Ich bin dankbar für mein tolles, freies Business. Ja, ich kann alles, was ihr hier schreibt, so krass nachvollziehen. Es ist so, ja, man, es gibt jeden Tag so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Auch jetzt gerade in dem Moment. Selbst wenn es dir scheiße geht, es gibt immer irgendwas, wofür du noch dankbar sein kannst. Und deshalb ist Dankbarkeit so wichtig und genau deshalb steht das hier in dem Journal. Ja, das heißt, selbst wenn es dir schlecht geht, du vielleicht auch irgendwie krank bist oder irgendwas ist passiert, es wird immer irgendwas geben, wofür du trotzdem dankbar sein kannst, wo du dich nochmal reinfühlen kannst, um dann deine Energie so ein bisschen anzuheben und nicht so vielleicht in dieses Loch weiter reinzugehen. Ja, wir haben ja ganz oft auch so eine Gedankenspirale, die dann so abwärts geht, ja, wo wir dann immer mehr so über mehr denken, so unser Leben ist komplett scheiße. Und gerade da ist dann eben auch gerade Erfolge gut, aber eben auch die Dankbarkeit, sich zu überlegen, wofür bin ich gerade dankbar, dass ich zum Beispiel, auch wenn ich krank bin, dass ich in meinem Bett liege, ja, dass es warm ist zum Beispiel, ja. Und vielen Dank fürs Teilen von euch. Ich nehme noch mal einen Schluck Tee. Und genau deshalb, wie gesagt, ist Dankbarkeit so, so, so wertvoll. Und ihr werdet es auch merken über die Zeit. Ja, was sich wahrscheinlich in euch verändern wird. Und deshalb, ich bin so froh und so, ja, überwältigt, dass so viele Frauen mit dabei sind, weil, ja, das einfach was ganz, ganz Tolles ist, was ihr für euch selber macht in den nächsten 4 Wochen. Genau, das ist die Dankbarkeit. Und das ist so das, was ihr täglich macht. Und wie gesagt, so die Intention ist ganz toll für morgens. Dankbarkeit würde ich auch empfehlen, morgens zu machen, aber am besten auch abends. Ja, also Dankbarkeit, wenn du sagst, so, ich will das nur morgens oder nur abends machen, dann schau, wann du das für dich machst. Aber ich würde empfehlen, dir hier vielleicht einfach, sagen wir mal, 3 Dinge morgens aufzuschreiben, 3 Dinge abends. Ne? Aber
Schau so für dich. Wir können ja auch in der Gruppe noch mal so ein bisschen gucken, noch mal ein bisschen diskutieren im Guten, wie ihr das da eben macht. Genau. Und dann habe ich für euch ja noch so eine einzelne Seite eingefügt. Das ist sozusagen ein freies Journaling. Ja, also dieses Journal verwende ich ja seit Jahren. Ich habe das jetzt nur so ein bisschen abgeändert, so auch vom Style. Und aber generell so diesen Aufbau, das verwende ich jetzt wirklich schon seit Jahren so. Und das hat auch seine Gründe natürlich, weil ich habe mir dann halt eben noch diese leere Seite eingefügt, weil mir das halt oft gefehlt hat bei so vorgefertigten Journals, dass man da halt einfach nicht so viel Freiraum hat, seine eigenen Gedanken nochmal reinzuschreiben. Und genau deshalb eben dann da nochmal diese freie Seite, wo du zum Beispiel nochmal Gedanken aufschreiben kannst des Tages. Wo du vielleicht möchtest du eine Entscheidung treffen. Da kannst du dann vielleicht so deine Entscheidungsmöglichkeiten irgendwie aufschreiben und deine Gefühle dazu. Irgendwelche Gedanken, was auch immer. Du kannst dort aufschreiben, was du möchtest. Und das darf da Platz finden, das darf dort Raum finden. Und du wirst auch merken, wenn du die Dinge dann geschrieben siehst, dass es nochmal einen Unterschied macht. Es macht einmal einen Unterschied, dass du die Dinge schreibst. Ja, das macht nochmal was mit unserem Gehirn. Und dass du die Dinge dann aufgeschrieben siehst. Das macht auch nochmal was mit uns. Und genau, deshalb arbeite ich zum Beispiel auch in meinen Coachings super gerne mit Whiteboards. Ja, dass du zum Beispiel, wenn du in meinem Coaching sitzt, und du hast irgendwie einen Gedanken und du hast ihn jetzt geäußert, dann schreibe ich den zum Beispiel mal auf dieses Whiteboard und dann siehst du, was du gerade gedacht hast. So, das ist halt mega kraftvoll. Genau. Das ist das tägliche Journaling. Und dann gibt es noch das wöchentliche Journaling. Das darfst du zum Beispiel am Sonntag machen oder am Montag für die gesamte Woche. Weil du wirst wahrscheinlich merken, nach einer Woche hast du schon wieder, obwohl du das aufgeschrieben hast, wirst du wahrscheinlich schon einiges wieder vergessen haben. Ich hatte das auch mal, dass ich dann so einen krassen Erfolg einfach am Sonntag schon wieder vergessen hatte. Richtig krass. Ja, Gehirn wieder, ne? An das Negative oder an den Misserfolg, in Anführungsstrichen, würdest du dich wieder erinnern am Sonntag. Und dafür ist eben dieses wöchentliche Journaling, dass du dann da nochmal reingehst. Was waren denn da eigentlich so meine Top-Erfolge der Woche? Ja, haben wir hier die Top-Erfolge. Top-Erkenntnisse, also wirklich deine Haupterkenntnisse der Woche, dass du dich da nochmal dran erinnerst, nochmal da reingehst, das nochmal dir bewusst machst, um das einfach in deinem Gedächtnis zu behalten. Genau. Top-Erfolge, Top-Erkenntnisse aus der Woche. Dann habe ich hier so Smileys eingefügt, das ist so dein Gefühl der Woche. Da geht es so besonders darum, was war denn so mein Hauptgefühl der Woche? Wie habe ich mich denn gefühlt? War ich eher sehr traurig? War ich sehr freudig? War ich in mich gekehrt? War ich sauer vielleicht eher? War das so mein Hauptgefühl? Und dann kannst du das für dich hier quasi so ankreuzen und kannst für dich eben auch so überlegen, ist das gut für mich oder will ich das vielleicht lieber ändern? Ja, das dient halt einfach wieder dem Bewusstsein zu überlegen, möchte ich mich so fühlen? Möchte ich mich so in Zukunft fühlen? Möchte ich mich nächste Woche so fühlen? Dann, nächste Woche möchte ich. Damit geht es schon so mit so einem kleinen Blick dann in die nächste Woche, wo du dann eben schauen kannst, was möchte ich denn nächste Woche eigentlich? Was möchte ich mir vornehmen? Was möchte ich für mich selber tun? Ja, ne? Wie zum Beispiel meditieren. Ja, ich möchte anfangen zu meditieren, ich möchte jeden Tag meditieren, ich möchte nächste Woche schwimmen gehen, ich möchte nächste Woche meine Mutter besuchen oder ähnliches. Und das kannst du dann hier eben aufschreiben. Und das darfst du dich dann, also da darfst du dich auch mit verbinden, zum Beispiel, um dich drauf zu freuen. Ja, um dich auch auf die nächste Woche zu freuen, weil du zum Beispiel drauf schreibst, nächste Woche möchte ich mit meinem Partner schön essen gehen und dann hast du schon etwas, worauf du dich freuen kannst und nicht so, boah, nächste Woche fängt schon wieder die neue Woche an oder so. Ja? Je nachdem, wie deine Arbeitssituation so ist. Ich habe das ja nicht mehr, muss ich sagen. Aber damals hatte ich das ganz schlimm, dass ich dachte, boah, morgen wieder arbeiten. Also, ja, falls es bei dir so ist und du das bisher irgendwie noch nicht geändert hast, hast du dann eben etwas, worauf du dich auch freuen kannst und das macht auch nochmal so viel mit einem. Genau. Was haben wir noch? Dafür bin ich dankbar diese Woche. Da kannst du wirklich noch mal so diese Hauptdinge aufschreiben, für die du dankbar bist in der Woche. Und das Beste diese Woche war, und dann kannst du da halt auch noch mal eben für dich reflektieren, was war das Beste in dieser Woche? Ja? Genau.
Und dann hast du hier unten nochmal ein Wochenranking, wo du dann eben nochmal so tracken kannst, so wie ist denn das eigentlich bei mir? Werden meine Wochen eigentlich so besser? Sind die eigentlich immer gleich? Und oder werden die irgendwie schlechter so in dem Ranking? Und dann kann man das halt auch nochmal für sich selbst reflektieren. Und dann hast du dann natürlich auch nochmal eine freie Seite, die du dann nochmal verwenden kannst. Genau, das zum Journal. Wenn ihr Fragen habt, bitte total gerne hier in die Kommentare. Dafür ist das Live ja auch da. Ich bin wahrscheinlich noch so ungefähr 10 Minuten Maximum jetzt hier live. Das heißt, stelle total gerne deine Fragen. Und ich schaue jetzt noch mal, ob ich jetzt schon über alles gesprochen habe, was ich jetzt hier sagen wollte zu der Journaling Challenge. Morgen starten wir alle zusammen. So cool. Auch diese Energie einfach von fast 40 Frauen. Ich bin mir sicher, bis morgen werden sich auch noch mehr anmelden. Wir sind bestimmt morgen schon 40. Ich check's hier gerade. Weil sich ganz genau schon wieder jemand angemeldet hat. Ich freue mich so. So, so, so cool. Wieder eine neue Frau mit dabei. Ich freue mich. Ich wette, morgen sind wir auf jeden Fall 40 Frauen. Und überlegt euch einfach mal, dass 40 Frauen morgen in diese Challenge starten, zusammen anfangen zu journalen, sich morgens wirklich dahinsetzen und sich selbst reflektieren, was das einfach verändern kann. Es ist so cool. Das ist so cool. Danke für die Herzchen. Genau, ich schaue jetzt hier nochmal. Wenn ihr eine Frage habt, super gerne in die Kommentare. Genau, das habe ich beantwortet. Meine Erfahrungen habe ich eigentlich auch schon soweit geteilt. Also Journaling hat wirklich bei mir so viel verändert, gerade eben am Anfang meiner Reise. Da wirklich ins Selbstbewusstsein zu kommen, ins Selbstwertgefühl zu kommen, zu sehen, wie geil eigentlich mein Leben ist. So, auch wenn es teilweise so ein paar Sachen gab, die blöd waren, aber ich habe halt eben auch gesehen, was schon alles da ist. PDF-Journal habe ich euch auch erklärt. Die Challenge nochmal erklärt. Also generell ist es, glaube ich, relativ klar, dass es einfach darum geht, zu starten und morgens beziehungsweise einfach diese Seiten im Journal für dich auszufüllen, für dich zu reflektieren. Und das einfach täglich wirklich zu machen. Genau, das ist so im Endeffekt die Challenge. Die Gruppe hier bei Instagram ist ja auf jeden Fall da. Das heißt, da frag total gerne, wenn du da noch was hast, ja, oder wenn du sagst, boah, ich habe das irgendwie heute oder gestern irgendwie nicht hinbekommen und ich kann mich nicht motivieren, was kann ich tun? Dann schreib das halt voll gerne in die Gruppe rein. Dafür ist sie auf jeden Fall da. Genau. Und du kannst für dich auch noch mal gucken. Aber das haben wir auch schon besprochen. Was ist deine Hauptintention tatsächlich auch für die gesamte Challenge? Warum hast du dich wirklich angemeldet? Kannst ja auch noch mal so ein bisschen reingehen und das vielleicht auch schon für dich aufschreiben. Genau. Wir starten morgen am Donnerstag. Den Wochenrückblick machen wir dann immer nach 7 Tagen oder immer sonntags. Ja, das ist eine sehr gute Sache. Da wir natürlich jetzt mitten in der Woche starten, aber ich würde den Wochenrückblick auf jeden Fall immer sonntags machen eigentlich. Eigentlich würde ich es immer sonntags machen. Ich meine, da kannst du natürlich auch für dich gucken, so was passt jetzt für mich besser. Was du auch machen kannst, ist, dass du zum Beispiel ein paar Seiten freilässt, zum Beispiel. Ja, dass du dann zum Beispiel bei der Seite 4 anfängst und nicht bei Seite 1 und dann kommt das sozusagen ja wieder aus. Ne? Also dann würdest du zum Beispiel dann am Sonntag dann eben da auch bei der Wochenreflexion direkt sein. Also das könntest du auf jeden Fall machen. Das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil das ist jetzt gerade tatsächlich gar nicht mal so geil durchdacht, weil wir eben an einem Donnerstag starten. Aber du könntest dann die Wochenreflexion eben auch einfach dann quasi an dem Sonntag machen oder nach den 7 Tagen. Aber ich finde es tatsächlich besser, das sonntags zu machen. Genau. Genau. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Genau, ansonsten immer noch mal gerne hier in die Kommentare reinschreiben. Genau. Eine Sache wollte ich noch sagen. So. Und zwar, so eine Challenge, sehr, sehr gerne. So eine Challenge, ist immer cool. Da ist natürlich auch so Drive hinter, weil jetzt auch mehrere mitmachen. Aber sollte es irgendwie so sein, dass du vielleicht mal an einem Tag das nicht machst? Ja, es ist immer so eine Balance einfach. Ja, so eine Balance, die man da haben darf zwischen ich zieh durch
Aber auf der anderen Seite, sich nicht fertig zu machen, wenn man es wirklich mal einen Tag nicht geschafft hat. Ja, weil die Challenge ist nicht dafür da, um sich fertig zu machen, weil man es gegebenenfalls mal einen Tag nicht geschafft hat, sondern es geht dann darum, einfach am nächsten Tag wieder weiterzumachen, ja, und nicht zu sagen, boah, jetzt habe ich einen Tag nicht gejournalt, jetzt ist eh vorbei. Ganz, ganz wichtig, ja, immer wieder auch mit einem liebevollen Blick auf dich selber zu schauen. Das lege ich dir wirklich sehr ans Herz. Und falls du da irgendwie auch in solche Gefühle reinkommen solltest, schreib es total gerne auch in die Gruppe oder da darfst du mir natürlich auch gerne direkt schreiben. Genau, das nochmal ganz wichtig. Und um einfach nochmal darauf einzugehen, so das Ego, so dieser innere Anteil von dir, der eigentlich alles so behalten möchte, wie es gerade ist, den haben wir alle. Ja, wir wollen alle irgendwie zum gewissen Teil Sicherheit haben in unserem Leben. Und da, wo wir jetzt gerade sind, sind wir insofern sicher, dass wir wissen, was wir haben. Ja? Und wenn wir jetzt was verändern, sollte es so eine Challenge sein, sich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu schauen, was sind meine Erfolge, wie war denn mein Tag eigentlich, was sind meine Erkenntnisse des Tages, ist das eine Veränderung? Und so ein Anteil in uns, nennen wir ihn Ego, möchte eigentlich keine Veränderung. Das heißt, es kann auch sein, dass dich vielleicht innerlich auch mal was davon abhalten möchte zu journalen. Und da darfst du immer wieder ins Bewusstsein kommen und dich fragen, wofür mache ich das? Denn du hast ja eine Intention für diese Journaling Challenge. Du hast vielleicht auch generell, dass du sagen möchtest, ich möchte selbstbewusster werden, ich möchte mehr zu mir selbst stehen, ich möchte mich selbst besser kennenlernen, was es auch immer bei dir ist, dass du dich in diesen Momenten mit deinem Ziel verbindest. Warum mache ich das eigentlich alles? Es gibt ja einen Grund. Ja, dass du das machst. Und da darfst du dich wirklich dann nochmal mit verbinden und dich wirklich fragen, ganz ehrlich, habe ich diese 2 Minuten jetzt tatsächlich nicht, um meine Erfolge aufzuschreiben? Habe ich jetzt tatsächlich nicht diese 2 Minuten, 3 Minuten, um aufzuschreiben, wofür ich heute dankbar bin? Reicht es nur, nicht nur, das einfach jetzt gerade im Kopf zu machen und dann wirklich zu sagen, nein, ich bin jetzt gerade in dieser Challenge, ziehe das jetzt durch, ich möchte etwas verändern und ich habe jetzt die 3 Minuten Zeit. Was sind 3 Minuten? Ja, also selbst wenn du 3 Minuten später ins Bett gehst. Und damit darfst du dich wirklich dann super gerne immer noch mal verbinden. Genau. Genau. Unser Ego möchte ganz oft den leichten Weg. Das habe ich hier noch mal aufgeschrieben, weil ich das auch noch mal highlighten wollte. Anstrengung ist ganz oft so blöd. Ja, es ist Anstrengung irgendwo. Es ist Energie, die wir investieren. Es ist Zeit, die wir investieren in das Journaling. Und es ist immer wieder ein Energieaufwand, gerade am Anfang, bis es dann eben zur Routine wird. Nach 21 bis zu 66 Tagen. Nach 21 Tagen müssen wir Minimum etwas machen, um in eine Routine zu kommen. Und 66 Tage dauert es meistens, also Maximum, ja, dass wir in eine Routine kommen. Und dazwischen fragen wir uns immer wieder, muss das wirklich sein? Und genau, das heißt, es ist irgendwo Anstrengung, aber du weißt ja, wofür du das machst. Ja, ich weiß auch, wofür ich das mache. Ja, weil ich wieder noch mehr mit mir selbst in Verbindung kommen möchte. Und mich selbst wieder mehr priorisieren möchte. Und ja, also ich priorisiere mich eigentlich viel, weil ich mich auch priorisiere, wenn ich meine Arbeit priorisiere, weil das auch ein Teil von mir ist und ein Teil meines Traumes ist. Aber ich darf auch diese Innenschau jetzt wieder ein bisschen mehr integrieren. Ja, und ich habe das wirklich Jahre gemacht. Also ich habe bestimmt, also mindestens ein Jahr täglich wirklich gejournalt. Und das aber auch mehrere Jahre eigentlich gemacht mit ganz kleinen Pausen drin. Also ist wirklich ganz, ganz toll. Und genau, wenn du jetzt noch eine Frage hast, schreib es total gerne in die Kommentare oder schreib mir einfach später noch eine Nachricht. Ich mache auch noch einfach einen Fragensticker, würde ich sagen. Oder ich glaube, ich habe sogar noch einen aktiv für Fragen zur Challenge. Und wenn du dir das hier anschaust und noch eine Frage hast, schreib auch total gerne eben hier in die Kommentare. Oder wenn du eben noch mit dabei sein möchtest bei der Challenge, dann schreib auch total gerne das in die Kommentare. Und dann bist du auch total gerne noch mit dabei. Genau. Und was kann schon ein Erfolg für dich sein? Du hast dir jetzt gerade hier die Zeit genommen, hast dir hier dieses Live angeschaut, um im Endeffekt dich wieder mit dir selbst zu verbinden oder dich mit dir selbst zu verbinden, um ja, du wirst es selbst am besten wissen, warum du jetzt gerade hier bist und dir das anguckst. Und das ist ganz, ganz viel wert, weil der Großteil der Menschen
kümmert sich jetzt gerade nicht um sich selbst, um die mentale Gesundheit vielleicht, um Ziele, sondern die lassen sich von irgendwas berieseln im Fernsehen oder so. Was auch in Ordnung ist, ab und an. Aber ja, ich glaube, du zählst jetzt gerade schon zu einem ganz kleinen Prozentteil, sagen wir mal, der Bevölkerung, die sich jetzt hier gerade um sich selbst kümmern und Innenschau betreiben und wirklich glücklich sein wollen und dafür auch losgehen. Selbstbewusst sein wollen und dafür auch losgehen. Mehr Selbstwertgefühl haben wollen und dafür losgehen. Irgendetwas erreichen wollen, verändern wollen und dafür losgehen. Dafür kannst du dich jetzt gerade so krass schon anerkennen und ich sehe das und ich feiere euch auf jeden Fall. Ich bin so stolz auf euch und ich bin so glücklich und ganz ehrlich, diese Challenge wird so cool. Ich bin auf jeden Fall auch für euch da, für alle Fragen, Ups, Downs. Wir dürfen das auch sehr gerne zusammen feiern. Wenn es die Ups gibt, mega gerne, ich bin dabei, feiern. Und wenn es aber auch vielleicht mal so einen Down gibt, dann bin ich auf jeden Fall auch für euch da. Auch generell die Gruppe, wir sind auf jeden Fall füreinander da, würde ich sagen. Und ja, wenn ihr keine Fragen mehr habt, würde ich sagen, war's das mit diesem Kickoff zur Journaling Challenge. Wir starten morgen. Ich freue mich mega. Und ja, wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass du mit dabei warst, beziehungsweise dir hier die Aufzeichnung noch anschaust oder angeschaut hast. Und wie gesagt, wenn du noch mit dabei sein möchtest, schreib mir total gerne. Und mach das gut. So, so gerne. So gerne. So schön, dass du mit dabei bist. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Morgen früh geht's los. Ich freue mich mega. Und wir sehen uns in der Instagram-Gruppe, würde ich sagen, zu der Challenge. So gerne. Schönen Abend.